ich weiß nicht, aber wenn man die Möglichkeit hat, über diese Plattform zu springen, warum soll man die nicht nutzen, sage ich dazu nur, ne? Yo, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Jump World. Der Nikolas hat mir auf YouTube geschrieben, er hat mir eine Map gebaut, diese probiere ich heute aus. Ich will ehrlich sein, ich habe sie schon mal gespielt, einfach um zu testen. Ich fand sie cool und dachte, yo, nehmen wir rein. Sie heißt Topras Leichte Sprünge, denn ich hatte ja gebeten, mir Maps zu bauen, die an mich angepasst sind oder an meine Fähigkeiten. So, wir sind auf der Map. Erbauer, ich, der Typ mit dem Captain Rex Profilbild und der immer deine Kommentare spammt. Und alles liked laut Google Plus. Jo, Topra, willkommen zu meiner Map. Ja, Dankeschön. Ich würde sagen, wir legen los. So. Ja, das kenne ich doch alles schon. So. Ja, das fängt schon mal wieder gut an, auf jeden Fall. Alles klar, Damage kommt auch sehr spät. Hier kannst du mal üben. Okay, mit Enderperlen. Wir schmeißen uns darüber. Dann schmeißen wir uns dahin. Jawohl. Und dann schmeißen wir uns da hoch, probieren es zumindest. Da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich es mal geschafft hatte, die Enderpearl richtig zu werfen. Okay, ich habe es geschafft. Gut, wir restarten gerade mal. So, wegen vollem Leben, dies, das. So, dann. Okay, nicht auf das Rote kommen, Topra. Das hat es doch schon alles gemacht. Dein Ernst jetzt? So, Checkpoint erreicht. Hier wird es jetzt richtig mies. Diese Scheiß, keine Ahnung, wie das genau heißt. Nein, 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 nicht runterfallen. Ja, geschafft! Okay, hier rüber. Ups, dahin. Okay, das schaffen wir auch so. Dann hier hoch. Ups. So, nochmal hier, hier. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, dann hier rüber, dann darüber, dann dahin und dann dahin. Hier die versprochene gerade Linie. Ja. Uiui. Vorsichtig. Ganz okay, das war nicht vorsichtig genug. So, ich cheat jetzt einfach. Ich springe jetzt einfach drüber. Oder kann ich einfach so da langlaufen? Ist das unfair? Ah, ich weiß nicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, über diese Plattform zu springen, warum soll man die nicht nutzen? Sage ich dazu nur, ne? So, dann können wir hier speichern. Und dann geht's hier ab in die wilde Welt. So, und hier rüber. So, jetzt wird's nochmal tricky. Und whoop. Jawohl, Checkpoint erreicht. Und hier und hier und zack und zack und zack. So. Immer zwei hat er dazwischen Platz gelassen. Rüber. Okay, noch mal kurz warten. Und ab geht die Party. Und ich würde sagen, Jump and Run geschafft. Nur 10 Fails heute mal. Okay, es war vielleicht ein bisschen unfair, dass ich vorher geübt habe, aber ich wollte auch mal eine coole Folge haben, wo ich nicht nur am Eskalieren bin, weil ich nur versag. Ich lese jetzt noch deine Schilder vor, so wie sie es gehört. Du hast es also geschafft. Ja, habe ich. Ich bin so gut. Ich hoffe doch ohne 170 Fails. Ja, du kannst 160 abziehen. Dann hast du meine Fails. Ich hoffe, du hattest Spaß und freue mich über deine Bewertung, die fair ist. Glückwunsch zu deinen 500 Abonnenten. Da wird auch noch ein Special kommen. Ich muss mir nur noch mal was überlegen. Ich bin einer davon. Also liebe mich. Dieses Schild ist nur, damit es symmetrisch ist. Aber ich kenne dich doch gar nicht. Wie soll ich dich denn lieben, wenn ich dich nicht kenne? Ne, ja, mal drüber nachgedacht. Gut, dann kommen wir zur Bewertung. Ich habe sie zwar schon bewertet, aber ich kann dir ja gerade mal zeigen. So, Kreativität fand ich gut. Sehr gut war es jetzt nicht, weil es war ja an mein Niveau angepasst. Da muss man nicht sehr kreativ sein. Aber ich wollte jetzt nicht sagen, war scheiße, weil es war ja nicht scheiße. Es war schon cool, sich auch ausgedacht. Ja, die Sprünge fand ich sehr gut, weil die mir eigentlich ziemlich liegen oder gelegen sind. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Und die Optik fand ich auch gut. Also da gibt es natürlich schönere Maps, aber deswegen kein sehr gut. Aber es reicht auf jeden Fall bei mir für ein gut. Und in dem Sinne schließen wir die Bewertung ab. Gut, was können wir denn jetzt wieder machen? Sterbe ich auch so, wenn ich jetzt hier stehen würde? Nein, okay, ich bin jetzt unverwundbar. Gut,
Ja, dann war es das auch schon mit der Folge. Boah, die ging jetzt mal echt schnell. 5 Minuten nur. Alter, krass. Vielleicht sollte ich echt alle Jump'n'Runs vorüben, bevor ich sie mache und nicht einfach so frei Haus, ne? Aber gut, ja, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Wir sehen uns in einem meiner anderen Videos. Bis dahin, haut rein. Fuah!